Ich habe hier zu unserer Ausstellung den nächsten Ehrengast. Es ist unser Gernot Weser aus Riesa, Schlossermeister Gernot Weser, neunfacher DDR-Meister in der Klasse bis 50 Kubikzentimeter. Gernot, ich wollte dich auch fragen, wie hat bei dir der 50 Kubikzentimeter Motorsport angefangen in der DDR? Mit 50 Kubik haben wir angefangen bei Radrennbahnen wie Bernsdorfer Straße in Dresden und dann die kleinen 50 Kubik Rennen, sprich Mopedrennen zu seiner Zeit im Rahmen der K-Wagen. Und die wurde ja in jedem Ort gefahren, Röditz, Riesa, Großenhain, überall. Dann fuhren wir mit den 50 Kubik mit, sprich noch Mopeds, aber ich hatte durch einen Zeitungsartikel relativ früh Lunde gerochen, dass Kreidler ein Superobjekt war. Und es wurde ja schon in Deutschland West zu seiner Zeit der Hockenheim Cup gefahren. Und so konnte ich mir ein in die DDR eingeführtes Moped dann kaufen oder eine K54. Und von daher bin ich mit Kreidler immer gut gefahren und habe mich mit der Zeit entwickelt. Von Ausweis über den sogenannten ADMV Cup, den ich auch gewann, aber auch der Müllerbäder und auch der Henschel-Car. Es waren jedes Mal unglückliche Umstände. Einmal hat man die Hand gebrochen bei der Arbeit und so weiter. Jedenfalls wurde ja dann die Klasse Lizenz geschaffen und die andere Karriere ist ja eigentlich in Bild und Ton genügend dokumentiert. Wenn ich jetzt hier so weiterspreche, will ich mich ja nicht so rausstellen. Es sind ja viele andere auch gefahren, aber an meinem Titel fehlt eigentlich einer. 10 wären schöner. Der gehört Gunter Wolf und mir und Hilbig zusammen, denn der hatte ja meine erste Meisterschaftsmaschine gekauft und war im Jahr darauf gleich Meister, weil das eben ein absolutes Motorrad war. Und meine Neukonstruktion war noch nicht ausgereift. So, nun wollen wir aber nochmal zurückkommen auf dieses Rennhalle Saaleschleife 1966. Da hast du ja den dritten Platz belegt, hast dich mit Krone tolle Duelle geliefert. Die konnten wir ja sehen auf der Leinwand. Ist ja wunderschön, wenn man das nach so vielen Jahren nochmal sieht, wie das angefangen hat. Aber nun gibt es hier zu der Halle Saaleschleife 1966 noch eine Anekdote. Die hast du mir ja mal ganz spät abends hier in der Gaststätte erzählt. Kannst du dich noch erinnern, was da los war? Ja, also ich bin zur Halle Saaleschleife gefahren, aber ich hatte in Wirklichkeit gar keine Fahrerlaubnis. Die war mir entzogen worden durch unvernünftiges Fahren, sprich Rowdy im Verkehr. So, nun wollte ich an Halle fahren. Ich habe die Bestätigung. Beim Vorzeigen und Papier abholen musste ich eine Notlüge gebrauchen. Das heißt, die anderen haben meine Papiere mitgeholt und haben gesagt, der Weser kommt noch später, das ist meine Note, ich komme immer ein bisschen spät, der kommt dann hierher. So, folgerichtig konnte ich keine Fahrerlaubnis vorzeigen, die haben die Papiere gutgläubig gegeben. Ich habe meine Sache abgewickelt und dann mit diesem Rennerfolg des dritten Platzes. Und er wurde damals noch im Fernsehen gezeigt, kam noch die Episode, wo ich montags früh wurde ich zur Polizei bestellt in Riesa und wie ich Rennen fahren dürfte ohne Fahrerlaubnis. Aber es war ja alles schon gelaufen. Es war ein wunderschönes Rennen hier und man hatte eben seine Freude und seinen Ärger zugleich. Aber gerne, wir müssen mal ehrlich sein, auch der Jürgen gegenüber. Also so richtig war das nicht, was du damals gemacht hast. Naja. Heute machen sie das im Sport mit Drogen. Oder heute fahren junge Leute, unser Ken Roxen, zum Weltmeistertitel hier und sind eben erst 17 Jahre, 13 Jahre. Die können gar keine Fahrerlaubnis haben. Na gut, ich war schon ein bisschen älter, aber was soll's? Und eine fremde Fahrerlizenz im Ausland wollte ich mir nicht kaufen. Prima, danke. Das ist dir natürlich heute auch verziehen. Es wird ja keiner noch was nachreden. Aber wir müssen hier mal drüber reden. Ja, und wie sah dein weiterer Entwicklungsweg aus? Wenn ich mich recht erinnere, sehen wir uns doch heute noch zur Veranstaltung. Du fährst ja heute noch um die Ecken wie ein Dummer. Ja, mittlerweile versuche ich nun noch eine weitere 50 in mein Leben zu bringen. Das heißt, auf der Autobahnspinne habe ich ja vor 50 Jahren gewonnen und das war voriges Jahr schon in einer Widmung dargestellt. Und nun muss ich mal sehen, ob ich noch 2017
16 hier in Halle fahren kann, dann hätte ich in Halle ja auch 50 Jahre. Auf anderen Rennstrecken versuche ich das nun zu wiederholen. Und mit meinem Freund Ralf Schaum fahre ich ja nun auch oft genug. Ob in Frankreich, Holland, Belgien oder wo. Schön, das ist schön. Und das muss ich auch nochmal insofern bestätigen, dass das unter uns eine echte Sportfreundschaft geworden ist. Auch mit allen Fahrern eigentlich, dass wir auch guten Zusammenhalt haben. Und das hilft uns auch, ich sage mal, so manche Alltagssorgen besser zu überbrücken. Wir haben immer ein Ziel und es macht Spaß, sich auch im Ausland mal zu treffen. So, Gernot. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich eigentlich an jeden richte, weil uns das mit Sicherheit interessiert. Wie alt bist du heute? Ich werde also dieses Jahr 74. Aber nochmal auf Ralf zurückzukommen. Wir kennen uns ja von früher Jugend, wenn man das so sagen darf. Selbst auch sein Sohn vorher Motocross und dann meiner auch. Also hier reden schon richtig benzingetränkte alte Herren. Ja, das ist schön. Und aus diesem Grund haben wir auch diese Veranstaltung, sage ich mal, historischer Motorsport ins Leben gerufen, damit wir einmal im Jahr uns in Ruhe unterhalten können. Und es wird auch, das kann ich bestätigen, eine Menge Anekdoten kommen zum Vorschein und die müssen wir aber heute nicht alles erzählen. Ich danke Gernot für dieses Gespräch.